Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Es geht mal wieder auf Tour und nicht auf Tour, was hat sie für ein Quatsch, machen Tagesausflug. Wir haben 4:15 in 5 Minuten kommt Team Carmen plus Osnabrücker Unterstützung. Dann wechseln wir das Fahrzeug und dann geht es nochmal 4,5 bis 5 Stunden auf der Bahn und wir fahren nach Frankreich zum Parc Saint-Paul. Ja. Das ist Tagesausflug, macht uns total behämmert, aber wir wollten mal Lila auf der Kirmes und das mit irgendwas anderem verbinden. Macht auch keinen Sinn, aber was soll's. You interrupt me and I interrupt you. A shame. Das, da hat aber schon einer geschlafen gerade. Keine christliche Uhrzeit. Ja. Mit mir ist da nicht zu rechnen, ne? Nee, mein Körper ist noch nicht. Also, ja, was ist mit Osnabrück los? Hör auf. Osnabrück hat's verkackt. Grüße an Moritz. Osnabrück hat's richtig verkackt. Oh. Wie verkackt? Der hat gestern schon einen von uns mitgekriegt. Ja, doch, das wäre gestern. Moin. Hä? Ja, ja. Da gibt's keine logische Erklärung für. Gar nee, nichts. Hallo. Kann Moritz ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie er das vorhatte. Ja, gestern schon einen von uns gekriegt. Du bist komplett überfordert? Ich weiß, dass einer fehlt und dass der ein Idiot ist, aber ist ja warum Neues. Diesmal? Lukas hat selbst Tom noch angehauen, ob der auch. Und? Ja, der wäre auch mitgekommen, weil er muss Montagmorgen nach Hamburg. Aber wir kommen ja morgen, also heute Abend zurück. Der Pullover ist super ruschig. Den würde ich so rum auch immer anziehen. Ich kann auf meinen Kopf noch nicht verarbeiten. Uschi. Bist du auf jeden Fall noch besoffen, oder nicht? Ja, ich hab nicht so viel getrunken, aber ich bin... Also ich habe Haus und Hof gewettet, du hast durchgemacht. Nee, ich habe eine Stunde geschlafen. Oh, das war der Fehler. Ja, das könnte sein, aber... Brauchst du ein Konterbier? Nee, noch nicht. Uso. Ich habe eiskalten Uso im Angebot. Ich glaube nicht, dass das gut ist für dich. Ich glaube gerade auch nicht. Für mich? Achso. Für dich? Ja, für mich halt. Dann war ich richtig gut. When did we start losing and stop giving? I remember. I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind's lost in its thoughts. Wenn das Auto stinkt, kannst du parfümieren. Ja, wo steht denn sonst Parfüm? Aspirateur Parfüm. So, in Belgien, auf dem Rastplatz kurz gehalten zum Pullern. Da war ein Schild, Achtung, passen Sie auf, wenn Sie anhalten mit dem LKW, Ihnen klettern die Flüchtlinge auf der Ladefläche und fahren mit. So sieht das dann aus. Wie ein Häufchen Elend. Und Grenzübergang nach Frankreich, also kurz hinter der Grenze musste man von der Autobahn kurz runter wegen Baustelle und dann stand dann die Gendarmerie da, auch mit so einem Nagelbrett ready zum Werfen und haben einfach mal ein bisschen geguckt, aber uns wollten sie nicht kontrollieren, sonst auch keiner, als wir dann angefahren sind. Und jetzt sind wir eine knappe Stunde noch, sind wir da. Da ist der Park, man sieht das nicht so gut. Intermarché und das Gute ist, es ist Sonntag, aber der Intermarché macht schon um 9 Uhr auf und der Park um 10 Uhr. Kommen wir noch kurz einkaufen und fahren jetzt rüber zum Park. Wir stehen jetzt hier in der Q-Line vom Parc Saint-Paul und begutachten jetzt schon mal einen Teil der größten Security der Welt. Genau, wir warten jetzt noch ein paar Minütchen, bis der Park aufmacht und dann gucken wir mal, was drin angesagt ist. So, einen ausführlichen Parkcheck zum Park gibt es schon. Vielleicht machen wir auch noch eine Parkvorstellung. Das Ganze ist halt jetzt noch ein bisschen Vlog, habt ihr ja schon gemerkt am Anfang von dem Video. Und wir waren 2018 schon mal hier. Dann gibt es inzwischen 3 Counts mit Kautionen, die wir jetzt noch mal neu machen können oder die wir jetzt machen können. Unter anderem Wild Train hinter mir ist eine Anlage von Pax. Pax, russischer Hersteller, bauen keine Achterbahn mehr, bauen nur noch irgendwelches Weltraum-Equipment. Und das letzte Mal, als wir hier waren, fehlte der Zug. Es gab keinen Zug. Der Zug ist da, eine Mitarbeiterin ist da. Park macht um 10 Uhr auf, 10:30 Uhr die Attraktion. Wir müssen warten.
Ja. Wenn ihr noch ein Highlight braucht, der Freifallturm ist auch von Pax. Lohnt sich, sich da mal reinzusetzen. Werdet ihr das heute machen? Nein, ich will noch leben. Fahnduscher. Machst du das? Ich bin schon gefahren. Ah, ja, so will ich jetzt auch sagen. Dann machst du es heute. Nein. Die Mitarbeiterin ist auf dem Lift und bevor es losgeht, der Sicherheitscheck jeden Morgen ist zu machen, indem man vor jedes Paket Motoren mit Treibrädern tritt am Lift. Dann weiß man auch, es lübt. Das ist auch keine genormte Treppe. Wow. Steht ja wie in so einer Liegebox. Ne? Keine artgerechte Haltung. Merci. Nö, es ging. Also okay. Ich war etwas enttäuscht. Ja, ich auch. Ich und Fantasiana ist krasser. Warum tue ich das eigentlich nicht die Bahn schon ab? Oh Gott, ich hätte doch irgendwie nur noch drei Beine. Wenn die genauso dusselig ist wie die bei uns zu Hause, ja, wundert mich nichts mehr. Wir nehmen uns mehr als der ganzen Fahrt. Wow. We'll be right back.
Wir sind im Pax Wild Train gefahren. Etwas, ja, nicht so krass, wie man es erwartet, wenn man so eine Pax-Bahn kennt. Dann Samperla Spinning Coaster, also Drehmaus, Standardkram gefahren. Hier hinter mir, Formula 1, eine Pax Wilde Maus gibt's nicht mehr. Steht zwar noch hier, gibt's aber nicht mehr, da zwei dicke Frauen darauf gestorben sind. Also vor vielen Jahren ist eine rausgeflogen, dann gab's Gurte nachträglich. Aber jetzt ist noch mal einer rausgeflogen, jetzt haben sie das Ding stillgelegt. Gibt aber Videos zu der Bahn auf dem Kanal. Richtig, richtig geile Bahn. Total kurios, total. Was bei unserem letzten Besuch noch im Bau war, ist dieses Gerät hier hinter mir. Und zwar Wood Express. Und das ist eine Hybrid-Achterbahn von der Gravity Group. Oder Gravity Group Corporation? Was soll? Gravity Group. Holztrack. Stahlstruktur unten drunter. Habe ich auch, also das geht heute erst online, das Video, aber das hier seht ihr auf jeden Fall erst später, weil ich ja gerade erst am Erzählen bin, ein Video zu gemacht, was Hybrid, Stahl und Holzachterbahn unterscheidet. Sehr, sehr, sehr geile Bahn, Out and Back Layout, oder wie der Franzose sagt, wo stand's? Ich hab's noch nicht gelesen. richtig geile Bahn, macht richtig Bock und vor allem hinten ist sie gut. Richtig, richtig gut. Vorne geiler Blick natürlich, aber hinten Bock die richtig. Und jetzt geht's wieder los. Und wie schnell der auch dann den nach dem Lift da runter droppt, ne? Hat so ein richtig amerikanisches Fahrgefühl, weil es halt richtig wild ist, richtig cool. Macht Spaß, coole Bahn, richtig gut. Ja, aber was für ein Quatsch, da hängt ja in den Traversen noch nicht mal Licht. Es bleibt ja so dunkel, wie es ist. Mack-Rides, Produkt, Mack-Produkt, Berg- und Talbahn. Fly with the stars, sound free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Fly with the stars, sound free. Wird jemand damit fahren? Nee, das ist kaum, oder? Ja, auch neu für uns wäre der Disco Coaster, Grauzone Count, Dino Disco. Und der sieht richtig cool aus. Schick. Nicht mal im Moviepark stehen sowas. Ja, Moviepark, Alter, was ist mit euch? I'm a bit too busy serving all the smiles, having me a real good time with a drink for the bar. Disco Coaster gefahren, cooles Fahrprogramm und richtig coole Optik. Es sieht echt geil aus, komplett hier mit diesen ganzen Felsen, mit Pflanzen drin, mit Wasserfällen drin in den Felsen. Voll gut gemacht. Ist hier leider kein Durchgang, sondern der Ausgang, die coole Stelle, die man sonst überall als Eingang, Durchgang oder wie auch immer benutzt, hier halt nicht. Gibt auch andere Parks, die das nicht machen. Aber sieht halt richtig, richtig gut aus. Was auch gut aussieht, ist der Lokflug. Aber was man auch sieht, ist, er ist unfassbar nass. Also Leute rauskommen, ich glaube, die sind ohne Boot darunter geslidet. Aber auch richtig cool gemacht, auch noch die Thematisierung. Schön. Also hier, also wenn man sich jetzt hier einmal so umdreht, ist das auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Yeah.
auch hier bei unserem letzten Besuch, da gab es schon diese Steine und so und nur ein Loch, wo man wusste, da kommt eine Attraktion hin. Ich habe erst gedacht, das könnte ein Skyfly werden, ist aber ein Kettenflieger geworden. Finde ich nur ein bisschen sehr bunt für diesen Bereich. Vor allem ist eben noch eine ziemlich geile Gruselattraktion, aber auch ein witziges Spiegelkabinett. Naja. Geht ja nicht also drauf, das mache ich nicht. Du hast den schon? Das ist ein Grauzonen-Count. Das hast du da gemacht? Drauf? Das hast du gemacht. Das hab ich. Um Gottes Willen. Es gibt Videos davon. Man muss das Ding ja selber den Lift hochtragen. Ich möchte auf jeden Fall unbedingt das Ding hier machen. Was? Gehst du da noch drauf? Wie ich hab den doch schon. Ja, aber machst du es heute nochmal? Wenn ihr es macht, ja. Dann machen wir das. Ja, sollen wir da hin? Das erst oder erst hier die Geistergeschichte? Das müsst ihr wissen. Du hast ja gerade die Kamera in der Hand. Das ja, dann machen wir die Geistergeschichte. Ja. Komm Leute. Das ist eigentlich doof, weil unsere Welt normalerweise schon mal ist. Wow. Das funktioniert nicht mit der Kamera. Meine Brille ist geschlagen. Das Also. Ich finde das schlimmste ist die Kamera. Das Ding ist, für uns funktioniert sie, ist alles 3D. Das ist. Und mit Duftstoffen und so auch. Euch kann man das aber nicht zeigen, weil ihr das. Ja, riechst du das nicht? Das ist die Brille, die desinfiziert ist. Das ist die Brille, ja. Auch? Schön. Das ist eine geile Idee. Sieht ein bisschen so nach Sidoni Brillenputztüchern. Ja, stimmt. Damit wird hier ganz viel gearbeitet. Ja, ganz ehrlich, dann macht ihr mal eine Universal Rock. Es gibt übrigens die Figur von Uschi hier. Diese Figur von Uschi. Was habe ich da am Popo? Habe ich eine Katze eingequetscht? Nein, der Hund, den die sucht. Ach, wie süß. So, sie sucht. Das ist ein Qualitätsgag. Aber der sieht ja immer noch nie aus wie der Hund. Ich stelle mich jetzt nicht da Das ist zu primitiv. Ja, also hier ist nochmal lustig und da drin ist dann. Papier, hier. Papier? Diamanten. So permanent. Natürlich. So sieht's bei Lukas am Popo aus. C'est embêtant. Avec l'âge, je crois que je perds la tête. Fand's aber okay. Ich glaube, ein bisschen war irgendwie aus, oder? Ja. Hat nicht funktioniert. Aber ich fand es ganz schlechter erwartet. Wenn du da durchfahren würdest und das alles ein bisschen mehr taktest, richtig, weil das sind echt gute Animatronics oder Effekte, also da durchfahren, coole Szenen. Das hat Potenzial. Also alles davon rausreißen und irgendwie nochmal neu zusammenknüppeln. Aber wenn ihr den Park mal besuchen solltet, lasst das auf gar keinen Fall aus. Müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wir gehen mal gucken, was wir jetzt für einen Quatsch machen. Ist halt so und so geschnallt. Ja. Damit du die da aus der Kraft kriegst, wenn jemand die ist. Guck mal. Und Lukas, der Lift, ne, der hat eine Rückrollsperre. Guck mal.
Ist das nicht schön, die Jungs hier auf dem Gleis. Haltet ihr denn heute auch ausreichend Abstand, Leute? Du hast rot, Moritz. Ach du, du schaffst das schon. Und der schafft es. Und der nächste geht in den Start hier. Wahnsinn. Bei der anderen sind Leute gestorben, ist klar. Bei der anderen sind Leute gestorben, ist klar. Das ganze Ding ist da jetzt ab. Standard-Dicker, komm, eine Runde geht noch, oder? Standard-Dicker, komm, eine Runde geht noch, oder? Lukas! Nein, 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 nein. Da gerade fast den Pfeiler mitgenommen hast. So. Ja, sei ehrlich, das ist aber schon wow. Das ist für mich die gefährlichste Sache. Lukas erzählt übrigens Quatsch. Ich habe den nicht fast mitgenommen, ich habe den mitgenommen. Hast du nicht gemerkt? Hast du den echt berührt, den Pfeiler? Aber mit der Stehplatte. Ja, das ist hier der Self-Operated Stand-Up Suspended Spinning Coaster. Die Armen. Bei deiner ersten Runde, dein Gesicht war einfach Gold. Also all pain, all gain. total bekloppt, macht Spaß. Ist aber echt gefährlich, weil das ist echt hoch. Und wenn du loslässt, dann fliegst du runter. Und wenn du mit Schwung loslässt, fliegst du mit dem Kopf von der Stange. Aber es geht. So geht. Und man beachte die Holzmaserung hier. Ne? Das ist ja richtig thematisiert hier. Und hierauf ist noch keiner gestorben. Ne? Auf den richtigen Achterbahn schon, hier nicht. Wir fahren zusammen. Ja. Nein, wir fahren nicht zusammen. Hallo. Nochmal Zamperla, ne? Zamperla! Thank you.
Ja, das haben wir schon hinter uns. Die beiden Jungs noch nicht. Was hast du entdeckt? So, jetzt werden Wetten angenommen. Wir fahren so vier Spuren nach Rocky Rough Side. Wer gewinnt das Rennen? Aber wer hat jetzt gewonnen? Meine Spur war dreckig oder so. Ja, ja, genau. Herr, schenkt mir meine Ausreden. Sehr lustig, der Breakdance, der Autoscooter, der vorher auf der Fläche stand, wo jetzt der zum Pedal Disco Coaster steht, der steht jetzt hier am Rand. Dann sind wir Harry Creek Rough Side gefahren, mega cool, mal mega Bock, vor allem natürlich in der Gruppe. Und Schiffschaukel mit Noahs Arsch sieht richtig, richtig gut aus. Und Achterbahn! Und ich stehe jetzt hier, wie ihr seht, unter einer Achterbahn und das ist ein Vekoma Junior Coaster. Und ich meine, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, war diese Bahn früher mal in der Mall und ist dann aus der Mall raus hingekommen. Erklärt halt auch ein bisschen das seltsame Layout, die seltsamen Stützen. Wurde einfach dann hier umgesetzt, fahren die Kinder jetzt mal. Und dann gibt es hier noch ganz viele kleine Fahrgeschäfte. Gut, das machen wir jetzt nicht, das sind so Kinderrides. Aber es gibt noch eine Achterbahn. Hat ihr einen Partyzug? Ja, die haben extra für dich haben die Party gemacht, die Peoples. Die haben auch alle gewunken. Ich würde gleich gerne mal die Mall sehen, wo der stand. Okay. Freundliche Party-People. Ja, ungefähr mit Lil, ne? Das ist ja freundliche Trips. Mit Lil sind wir gut in der Zeit, ne? Wir müssen es ja auch immer. Ja, der meint also, den anderen Park. Weiß ich noch nicht. Ich hab keine Ahnung. So. Letzter Count für die Boys. Es geht ab auf den Wurm. Das spare ich mir auch. Ja. Jetzt nur für euch, ja? Ja. L'entrée est juste là, madame. Sehr crazy, das Zampella Barnyard hier. Sogar ein bisschen so Bodennebel, damit das cooler und immersiver aussieht. Wir sind jetzt so weit durch mit allem. Im Schnellverfahren heute. Machen jetzt ein kurzes Päuschen und dann laufen wir nochmal eine komplette Runde mit einem anderen Objektiv, um nochmal nur Aufnahmen zu machen. Da erzähle ich euch dann natürlich nicht irgendwie, was gerade geht. Ich habe die Pommes gesehen, das war. Es war alles ein bisschen. Sie waren achtmal frittiert, so richtig schwarz, manche. Und hast du einen Radler gekriegt? Er hat es nicht versucht. Möchtest du einen Schluck Cola dafür haben? Ich mache da, glaube ich, gleich ein bisschen Orangina rein noch. Das
jetzt zu stark. Das ist sehr, das ist gleich. Hast du gesehen, wie dein Bizeps gebrannt hat gerade? Grüße an Tom. Prost. Hallo. Hallo Internet. Hallo Internet. Kamera geht luckisch. Hallo, hallo, hallo. Ach scheiße. Super. Oh, der Bro steht auf. Gucken wir mal. Oh. Dass ihn was guckt. Paul Ripke ist auch schon unterwegs. Paul sind beendet, Attraktion kann öffnen. Also wenn ihr jetzt Spaß haben wollt, geht rein, ne? Vielen Dank für Ihre Aufopferung. Gerne, gerne, gerne. Jetzt sitzt auch voll, ne? Muss immer ein Kuder mitfahren und dann wollen alle, ne? So, Kingos, wir sind durch. Die Telerunde einmal links herum, auf die verzichten wir jetzt noch. Die Sonne brennt, es ist überraschend wenig los. Ich habe mit mehr gerechnet. Und ja, so ein Vekoma Junior wollte bestimmt nicht noch 300 Mal sehen, so, genauso wenig wie ein Haraki Rough Slide. Deswegen machen wir das jetzt, dann sind wir noch gut in der Zeit und fahren zu noch einem weiteren Freizeitpark und zu einer Kirmes. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Park Support, schöner Park, hat Spaß gemacht, ist lustig, kann man machen und kann man auch, wenn man sich Zeit lässt, den ganzen Tag verbringen und vor allem, wenn was los ist, ist halt jetzt überall Walk On oder ja, zwar überall Walk On. Damn! Also, kommt mal rum, checkt das aus, ist in der Nähe von Paris, kann man also wunderbar mit anderen Freizeitparkaktivitäten verbinden. Und ganz wichtig, der Park hat die größte Security der Welt.